Hallöchen, sei gegrüßt, Kodes und Blacky und Arif, die ich bis gerade nicht im Discord gesehen und geredet habe. Seid gegrüßt und danke fürs Zuschauen. Heute gibt's auf Wunsch von Arif ein kleines Hellblade Senua's Sacrifice. Das fängt super an. Super fängt das an. Ja. Und ich habe von dem Spiel noch nicht viel mitbekommen, außer endlich beim Grafik gehen. Hallo, Chartus. Ach ja. Ich meine, die Grafik von diesem Kopf, was mir jetzt gerade auffällt, der Hintergrund bewegt sich. Doch, ja. Die Kopfgrafik ist super. Du kannst einfach irgendwann auch einfach sagen, so, hey, ich möchte mal das und das Spiel sehen. Ich werde es dann entsprechend berücksichtigen. Und wenn du eine Wunschanfrage machst, mache ich sogar relativ schnell, also versuche ich so schnell wie möglich umzusetzen. Und Steyr sei gegrüßt, auch hat ein Huhu an dich. Dämonisches Lachen. Ja, ja, so kennen wir Mr. Blake. So. Jetzt noch fix den Fussel von der Brille runterfuddeln. Dann sehe ich auch wieder was. Und ja, keine Hints. Wobei, Grafik in einem Spiel, das ist schon Hint genug. Schmeißt ihn raus. Nein, ist okay. So. Das Einzige, was ich in diesem Spiel bis jetzt jemals gemacht habe, ist, hier reinzugehen. Und den Trailer anzuschauen und zu sagen, ja, das könnte was sein oder das könnte etwas, könnte nichts sein. Ich habe mich dazu entschieden, dass es was ist. Von daher werden wir es spielen. Heute und wenn wir nicht durchkommen, nächste Woche und wenn wir nicht durchkommen, übernächste, ist okay. Oder so lange, bis ich sage, oh mein Gott, das schaffe ich nicht, das ist zu grausam. Aber nachdem ich, hab vergessen, wie das Spiel hieß. Ach egal, wir machen es einfach. Solange es nur ein Fussel auf der Brille ist, bei mir ist es Dauernebel. Dann solltest du etwas an der an deiner Umgebung tun. Wenn du nur Nebel in deiner Umgebung hast, dann schlägt sich das auf die Brille wieder. Und Blacky ist wieder fit. Also ich kann auch lachen. Sehr schön. Mir war das Game zu schwer. Ich komme mit den irren Controllersteuerungen beim Kämpfen nicht klar. Ja, ich spiele zum Glück am PC, aber ich könnte rein theoretisch auch hier drauf wechseln. Ich habe jetzt gerade nur in meiner Kontrollkamera geschaut, ob es auch tatsächlich sichtbar ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wie ich das machen soll. Aber ich glaube, ich lasse es einfach mit Maus und Tastatur. Damit komme ich ja einfachst klar. Weil die Steuerung ist halt nur lieblos für Tastatur und Maus umgesetzt. Ah, okay. Ich meine, viel Steuerung gibt es ja nicht. Stellschlag, schwerer Schlag, linke Maustaste, rechte Maustaste, Nahkampfangriff F. Okay, ausweichen, blocken. Ziel ändern, Ziel rechts ändern. Okay. Rennen, ansonsten klassisches Fokussieren, Interagieren. Okay, normalerweise hätte ich Fokussieren, Interagieren andersrum erwartet. Insbesondere, weil Nahkampfangriff und Interagieren die gleiche ist, aber das ist ja whatever. Nachdem mein Controller super genau ist, ich glaube, ich müsste den neu kalibrieren. Also hardware-technisch kalibrieren. Ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal bei der Tastatur. Ist halt eher die Kamerasteuerung beim Kämpfen, was mich verrückt gemacht hat. Wobei, vielleicht war das ja das Ziel. Ich glaube, in dem Spiel ist es gar nicht das Ziel, dass irgendjemand verrückt gemacht wird. Also gar nicht. So überhaupt nicht. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Insbesondere, weil eine Triggerwarnung kommt mit, es könnte verstörend sein. Und wenn es nicht durch Inhalte ist, dann durch die Steuerung. Wie könnte man das sonst machen? Aber ich glaube, ich werde es mir jetzt einfach mal so antun. Vielleicht taugt es ja, wenn nicht, dann kann ich immer noch hingehen und die Steuerung wechseln. Ich habe es ja zum Beispiel beim SnowRunner auch, spiele ich auch mit Maus und Tastatur und habe da mal auf Tipp hin mit Controller versucht, bin gar nicht damit klargekommen, habe wieder zurückgewechselt.
Gut, SnowRunner ist jetzt auch voll zu vergleichen mit dem Spiel. Mir juckt die Nase. Super. Gerade bevor ich den Screen hier, die Szene eingeschaltet habe, wo ihr mich seht, hat die Nase nicht gejuckt. Aber jetzt, super Nase. Ich mag es, wenn eine Nase rechtzeitig juckt. Vielleicht ist es ja halt aufregend, wer weiß. Es ist nicht verstört, es ist meine Welt. Okay, Blackie spielt. Spoiler, falls ihr mich lachen hört, wundert euch nicht. ja, ich habe die Tür absichtlich schon zugemacht. Also, ja, die Tür ist zu. Falls ihr sie trotzdem lachen hört, wundert euch trotzdem nicht. Ich gehe hier einfach mal auf neues Spiel und wir sehen, was drin steckt. Zum Beispiel ein Instant-Abbruch des Sounds. Das hätte man ausfaden können. Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting They're watching. This is a journey deep into darkness. Be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why isn't she coming? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already dead. I can feel you coming. Shh. Coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. That's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them over there? Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell high. Look, up ahead. You see it too. You promised you can. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call Hell. Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. What is she thinking? I can tell you.
She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. They can feel it. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far, far deeper. Also, ich sag's mal so. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Ich sag's jetzt so, Atmosphäre aufbauen können sie, die Entwickler. Und mein First Guess zur Story. Senua ist nach Hel gefahren, um eine ihr wichtige Person wiederzutreffen, dessen Kopf sie dabei hat. Komplett ohne, dass ich weiß, was Sache ist. Also, absolut, ich habe keine Ahnung. Meine erste Intention war während des Vorspanns, alles klar, ich schnapp mir das andere Ruder und ruder schneller zurück, als sie hinrudert. You have to take a closer look to see. Why isn't she focusing? She needs to focus now. She needs to use her eyes. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from her. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell. Do not forget my story. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse. Do not forget my story. Das war diesmal tatsächlich gut getan. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate. But gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the River of Knives, that flows from the dark world of Niflheim.
Ist jetzt gut? Okay. Das Vorhandensein von Speeren und Zäunen würde ich behaupten, es gibt hier auch Leute. Genauso wie das Vorhandensein von aufgespießten Leichen. Das Einzige, was mich gerade hauptsächlich fertig macht, ist die... Okay. Mich am meisten fertig macht, ist, dass sie auf der linken Seite steht und ich erwarte, dass sie eigentlich auf der rechten Seite ist, dass wir über die linke Schulter gucken. The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. So. Also so wirklich zugehört habe ich. Ich war gerade ein wenig damit beschäftigt, loszulaufen. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. Ja, spätestens jetzt ist ja klar, wen wir da suchen. Nein, ich brauche doch nicht neue Windeln. Ich meinte bei dem Stein vorher, der hat dir gesagt, was zu tun ist. Ich muss durch einen Fluss, durch Wälder und viel rudern. Ich dachte eigentlich, das hätten wir so quasi getan. Okay. I sense something. Ein Steinchen. The Northmen speak of nine worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel.